Poland. Nee, braune Augen hat mein Schatz. Und ihre Fiese sind schwarz. Ihn kenne ich schon über 20 Jahre hier. Ja. Also seid ihr beide Alkoholiker, ne? Oder wie sehe ich das jetzt? Nicht Alkoholiker, Vollbenziner. Ich kenne den Kiosk seit über 30 Jahren. Es ist irgendwie traurig. Es ist cool. Da, im Deutschland-Trikot. Das bist du. Ja, herrlich. Cool. So richtig drin war ich erst vor, mein Mann hat es 78 übernommen. Ja, da war ich dann auch teils mit drin, halb mit drin. Ich hatte nämlich eine Lungenembolie, ne? Und seitdem habe ich keine. Das heißt mir alles scheißegal. Wissen Sie, meine Tochter hat mir gesagt, nächsten Sonntag fahren wir nach Köln. Damit du endlich mal irgendwo hinkommst. Im Hintergrund schöne bayerische Musik, ne? Kennst du auch eine, ne? Ich mache dir gerade ein Interview. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die hier im Parko. Wie schreibt man Interview? Wo? Auf irgendwelchen Kinderspielplätzen. Gerade da, wo es gemütlich ist, wo eine Bank ist, wo ein bisschen. Bisschen geschützt sind, so dass sie jeder sieht, dass sie am Saufen sind. Oder sie gehen, die ein bisschen mehr Geld haben, die gehen irgendwann eine Tankstelle, hinten in den Hof oder so, trinken da rein. Ne? Wo sollen sie auch anders noch hingehen? Boah, bist du fett geworden. Die Hände zum Himmel! Fröhlich, ein Einziger. Einen Hautab, einen Hautab. Der Freund ist hier. Ich gehe seit zig Jahren hier hin. Das ist meine zweite Heimat. Ich kann mit der Frau Fortenbacher sämtliche persönlichen Probleme bereden. Die gibt mir sämtliche Tipps und Reinhard, kannst du wiederkommen? Nein. Wir konnten also unsere Sorgen bei ihr lassen. Die hat uns gut zugeredet. Aber was wir daraus gemacht haben, ist natürlich unser Problem. Aber sie hat nur sie hat den ganzen Frust aufgenommen, sie hat Tipps gegeben. Die Mutter der Nation. Ja. Mutter Teresa ist ein Scheiß dagegen. So Moped waren sie, doof ist Auto hat sich gereicht. Ja, der eine Kollege hat seinen steht in der NW nachzulesen, seinen Schlüssel hier deponiert. Genau. So, hallo, das ist eine Katastrophe, sowas. So, was soll er jetzt machen? Ja, das ist schon so bei mir. Das ist genauso eine Katastrophe. Das wäre noch schlimmer. Volker, ich habe noch eine Guthaben auf dem Konto da, oder nicht? Guck mal rein nach. Können wir morgen mal Brot mal frühstücken? Oh, gut. Du musst ja auch vorweg. Das Dieter muss. Weiß er doch. Wovon mal? Ich möchte zum letzten Mal den Knast abfahren. Oder? Einmal den Knast. Wortmacher muss hier bleiben. Ja, ein Stück von Guter so stört. Ein Stück von Guter. Das muss aber stehen, meine Freunde. Weil Kiosk macht zu. Morgen gibt es hier die Vorhersage. Ja, wollen wir doch mal Bertmann da hier.